für euch, falls ihr interessiert seid. Ja, ich weiß, auf welche Arbeit das ist, worum du gerade stehst. Irgendwo da unten wahrscheinlich. Ich begrüße euch zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim hier in Einsamkeit. Der Start war gerade richtig schlecht von mir. Ich habe dreimal neben die Aufnahmetaste gedrückt. Naja. Wir waren hier stehen geblieben und wollten in diesem Video ein wenig unsere Ausrüstung umändern. Das machen wir auch mal eben. Dafür gehen wir in unser wunderschönes Gut-Stolz-Spitze und werden hier jetzt erstmal die Falmer-Rüstung ablegen und uns stattdessen wieder die schwere Drachenknochen-Rüstung nehmen. Mein Fernseher macht komische Geräusche in letzter Zeit, meine Güte. So. Danke, 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 danke. Und du bekommst von mir das, das, das und das. Sieht cool aus. Okay. Und wir rüsten uns stattdessen mit unserer wunderschönen, schweren Rüstung aus. Oh yeah. Ja, ist doch schon ein qualitativer Unterschied zur Falmer-Rüstung. Sieht halt einfach prächtiger aus, aber an sich ist die Falmer-Rüstung auch verdammt schön. Das gebe ich ehrlich zu. So, wir haben aber noch einige Dinge, die wir wegpacken können. Beispielsweise können wir jetzt wegpacken unser Hund hier. Hier. Stab des Magnus. Stab von Tondil. Die Stahlbolzen, die Stahlpfeile können weg. Zwergenbolzen, Zwergenpfeile. Die Dädrische Streitaxt können wir auch mal wegpacken. Auriels Bogen packen wir jetzt auch mal weg. Dädrische Pfeile auch. Alte Nordpfeile auch. Ebenmals Pfeile auch. Die nicht. Die auch. Die auch. So. Und nehmen wir stattdessen hiervon noch mit. Ah, wir haben ihn unten hingetan. Ich verstehe schon. Dann nehmen wir uns Hund hier. Hund hier, A, B, C, D, F, G, H. Hund hier. So. Ja, ihr versteht gleich, was ich mache. So. Ja, ich kümmere mich gerade hier um alles, Leute. Ich hab's bald. So, warum sind wir noch so schwer beladen, wenn ich mal fragen darf? ...412 Dietriche. So, gerade ein bisschen konzentriert, Leute. Ja gut, aber wir haben immer noch einiges an Gewicht dabei. Trotzdem, das sind Bücher. Ja, da haben wir eine Menge. Ich möchte mir gerne B. Boetimas Prüfung mitnehmen. Dankeschön. So. Hatten wir hier auch was drin? Nein. Okidoki, dann gehen wir eben die Treppe runter. So, und nochmal runter. So. Und gucken mal hier hinten, denn hier hängt der... Oh, ist das Schwert schön. Drohtier, weg damit. Nein. Wir wollen aufhängen. Hundtier.
Kann nicht wahr sein, oder? Wir müssen mal fallen lassen. Hund hier, perfekt. Und hier liegen die beiden. So. Arcana Verzauberer. Entzaubern können wir natürlich nichts. Wir können aber verzaubern. Und zwar unsere Drachenknochenschwerter. Wir nehmen. Ich würde schon sagen, dass wir nehmen Gesundheit absolvieren. Und. Feuerschaden. Und das nennen wir. Nein. Das nennen wir. Fror. Genau. Ja, ja, meine Namen, Leute. Fror. Dann machen wir das jetzt. Mit Gesundheit absorbieren und Blitzschaden. Und das nennen wir Boah. Blitz und Feuer, das ist ja Fror und Bror. Ist jetzt nicht so der kreativste Name, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenigstens ein bisschen Kreativität ist da. Mit dem Zuge finde ich ganz cool. So, wir nehmen die orkischen Pfeile. Bror und Fror. Kommen auf 1, 2 und 3. So. Zeig mal her. Ja, ist doch schick. So, raus hier. Oh Leute, ich hab irgendwas im Hals. Moment. Furchtbar sowas. Furchtbar. Ich habe aber auch kein Trinken greifbar. Hier steht altes Wasser auf dem Schreibtisch. Ich probier's mal, Leute. Schmeckt nach Wasser, nach nichts. Na gut, ich bin ja der Meinung, dass Wasser nicht nach nichts schmecken kann, sondern dass es immer noch irgendetwas schmeckt. Wir waren dabei, uns hier den Seelenstein fertig aufzuladen. Wir reisen mal zur Dudra-Schanze und werden von hier aus den nächsten aufsuchen, den nächsten Ort. Sollten wir hier jetzt gegen meine Erwartung wieder auf Abgeschworene treffen, ist das kein Problem. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ich greife mich auf den Bogen zurück, um meine Seelensteine zu füllen. Aua. Bleib stehen. So. Der hat gut Schaden gemacht, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wir haben keinen sehr schwarzen Seelenstein mehr. Oh. Wenn man vom Teufel spricht, ein schwarzer Seelenstein. Yippie. So. 1, 2. Hat es funktioniert? Es funktioniert nicht. Das finde ich ein bisschen blöd gelöst. Man kann irgendwie nicht beide Schwerter mit Tasten ausrüsten. Das ist ziemlich nervig. So, abgeschworene Pfeile, orkische Pfeile. Cool ist, dass wir unten, wie ihr sehen könnt, ne, seht ihr jetzt gerade nicht, wir haben rechts und links nachher zwei Anzeigen für die beiden Verzauberungsstufen der beiden Waffen. Finde ich ziemlich cool. Auch die Springanimation, wenn er die Schwerter so schräg hält, sehr cool. Nur das Sprinten gefällt mir nicht so. Sieht ein bisschen zu utopisch aus, finde ich. Hier so... Naja, so sieht das Sprinten cool aus, aber aus der externen Ansicht nicht, finde ich.
So, hier haben wir wieder so einen Behälter. Sehr schön. Wir packen rein den VVVV verzerrten Seelenstein. Perfekt. Fehlen uns immer noch ein paar Orte. Wir haben ja noch ein paar zur Auswahl. Zum Beispiel hier. Da kommen wir von der Herbstschattenlichtung aus ganz gut hin, finde ich. Ja, Leute. Ich verweise nochmal, wie in fast jedem Video. Ihr seht jetzt jeden Tag ein Video und in fast jedem Video verweise ich darauf, dass ich hier eine neue Figur stehen habe, dessen Spiel ich auch bald spielen werde. Ich freue mich drauf. Und diese Zweigling werden wir jetzt mal unsere neuen Schwerter ausprobieren. Das kann ja echt nicht wahr sein, oder? Eine Zweigling-Erdmutter. Es ist cool, also macht Spaß. Vom Spielen her macht's Spaß. Ich frage mich, wie die hingeflogen ist, aber das ist außerhalb unseres Wissens. So, hier in der Nähe haben wir direkt wieder einen Konvektor, das ist sehr schön. Ja, es hat was mit zwei Schwertern zu kämpfen. Zweifelsohne. Bis hierher und nicht woher ihr seid tot. Zwei Trolle. Sehe ich das richtig? Wer ist da? Naja, stark war der auch mal wieder nicht. Okay, das war also ein Ort, der von einem Todbeschwörer missbraucht wurde. Hier haben wir den Konvektor. Sehr schön, wir tun wieder den verzerrten Seelenstein da rein. Sehr schön. Achso, das war's schon. Können wir schnell reisen? Können wir. Okay, zurück zur Akademie von Winterfeste. Meine Güte. Wir werden uns gleich auch nochmal schnell die Wohnquartiere des Erzmagiers, also unsere Wohnquartiere, angucken. Und dann haben wir mit der Akademie von Winterfeste weitestgehend abgeschlossen. So. Alles klar. Der ist sogar hier draußen. Das trifft sich ja super. Na? Ihr seht fast gleich aus. Ich habe euren Stein. Dann hat es also geklappt. Zeigt her. Gute Güte. Das ist er, nicht wahr? Ja, es ist zwar nicht perfekt, aber für die ersten Tests sollte es durchaus reichen. Ihr habt vorzügliche Arbeit geleistet. Wirklich ganz vorzüglich. Jetzt fehlt nur noch eines. Und das müsste in Kürze eintreffen. Ich beginne mit den Vorbereitungen. Nochmals vielen Dank dafür. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen. Jetzt war's das, oder? Ah ja. Alles klar. Der Rest ist für uns also uninteressant. Gut. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Die genaue Natur meiner Forschung. So, ich habe ja schon gesagt, wir werden jetzt als nächstes Dämmerstern, die Stadt Dämmerstern erkunden und entdecken, da überwiegend die Quests abschließen und damit den nächsten Addon fortfahren. Hier sieht wunderschön aus, oder? Das ist also jetzt quasi unsere Wohnquartiere.
Wir sind mal so frei und nehmen uns hier die großen Seelensteine mit. Es ist halt wirklich ein Ort, für einen Magier. Oh, ein Stein, sehr schön. 10 von 24. Na, ihr seht das, hier sind jede Menge Zutaten. Heiltränke. Mana-Tränke. Ausdauertränke. Es ist wirklich wunderschön. Also ich glaube, ich würde mich hier in diesem Raum zur Ruhe setzen. Es ist einfach nur verdammt prächtig. Wir können mal noch weiter hochgehen. Hier oben kommen wir nämlich ganz oben auf den Turm drauf. Das habe ich relativ spät herausgefunden damals. Und ich finde das auch verdammt schön. Erinnert mich auch an Herr der Ringe, um ehrlich zu sein, oben auf Sarumans Turm. Ja. Wenn das mal nicht der Wahnsinn ist. Na, nicht angreifen. Okidoki, wir verlassen also jetzt Winterfeste und reisen nach windseitige Ruinen. Oh nein. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Wir müssen handeln. Verheim, sie grau! Der Drache kriegt mich niemals! Muss man ganz schön hoch. Nein, nein. Kein Drache. Er findet uns nicht. Wir sind zu gut getarnt. Sieht schon Wahnsinn aus, oder? Darf ich jetzt schnell reisen? Mann. Entschuldigung, das war mein Handy. Verschwinde, Drache. Ja, wir machen jetzt mal keinen Drachenschrei. Das lockt dir bestimmt an. Weg hier. So. Ja, wir können reisen. Juhu! Wir reisen zu den windseitigen Ruinen und haben es geschafft. Jene, die an der Magierkunst interessiert sind, sollten einen Beitritt. Ja, das haben wir, sind ja Erzmagier. Also, ich denke mal, da kann uns keiner mehr etwas vormachen. Haben wir gut gemacht.
So. Dämmerstern ist auch nicht mehr allzu weit weg. Der Turm da oben ist auch noch richtig wichtig nachher. Für eine Quest, eine sehr bestimmte Quest, eine ganz, ganz bestimmte Quest. Wir haben auch noch eine Menge Dedra-Quests, die wir erledigen müssen. Wir haben noch die Boetias Schrein haben wir jetzt bekommen. Azuras Stern müssen wir noch machen. Und wir werden hier in der Stadt, glaube ich, noch zwei Stück bekommen. Das ist schon eine Menge. Meine Güte. Naja, erstmal ist unser Ziel, überhaupt Dämmerstern zu erreichen. Dämmerstern ist eine recht kleine und überschauliche Stadt. Da vorne ist das erste Haus. Ja, wie gesagt, mit Mortal vergleichbar. Heißt aber nicht, dass es hier weniger zu tun gibt. Das kann ich euch auch direkt sagen. Dämmerstern entdeckt. So. Hallo. Ich kann nicht gut schlafen. Egal wie viel Alkohol ich ja, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt überhaupt die Stadt angucken, gehen wir erstmal hier oben ins Gasthaus, der windige Gipfel, und werden mal gucken, was uns hier drin erwartet. Hier werden wir sicherlich schon die ersten Aufgaben bekommen. Ein Fluch, das ist es bestimmt. Ich muss aus dieser Stadt verschwinden. Irknir, reißt euch zusammen. Es sind doch nur Träume. Sagt es ihr, Erandur. Hört auf euren Freund, Fruki. Das sind nur Träume. Das ist ganz normal. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Glaubt ihr, das ist normal? Das ist eine ganz üble Sache. Erandur, sie hat gar nicht so Unrecht. Ihr erzählt uns immer, dass diese Träume völlig harmlos sind. Aber es muss sich um ein Omen handeln. Lasst ihn sprechen. Er versucht uns zu helfen. Hört bitte zu. Ich tue, was ich kann, um diese Albträume zu beenden. In der Zwischenzeit müsst ihr stark bleiben. Und auf Lady Mara vertrauen. Das werde ich. Danke. Okay, was ist denn hier los? Was ist hier los mit allen? Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Okay. Was kann man dagegen tun? Träume sind nicht die Wirklichkeit. Macht euch nicht lächerlich. Träume können einem nichts tun. Dann geht. Ihr habt damit nichts zu schaffen. Ja, was kann man dagegen tun? Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Okay, wie lautet euer Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Was meint ihr mit zurückkehren? Seid ihr dort gewesen? Habe ich euch je von der Zeit erzählt? Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume in Dämmerstern zu beenden. Ich vertraue euch. Wie kann ich helfen? Wunderbar. Lady Mara wird sehr erfreut sein. Der Tempel des Nachtrufers ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Begonnen ein lebendiger Albtraum. Wer ist die Dedra-Fürstin Vermina überhaupt? Vermina hält sich in einem seltsamen Reich namens Fen auf. In einem albtraumhaften Land, in dem Realität sich auf unmögliche Arten verändert. Von ihrer Zitadelle im Zentrum aus sammelt sie unsere Erinnerungen und lässt nichts als Visionen von Schrecken und Verzweiflung zurück. Was macht sie mit den Erinnerungen? Wer weiß das schon? Vielleicht sammelt sie sie für eine Ausstellung in irgendeiner seltsamen Kunstgalerie. Wie auch immer. Ihre Absichten sind alles andere als gut. Okay. Ich verspreche, all eure Fragen zu beantworten. Ja, Serana, bleib du mal da sitzen und trink noch ein Met oder Wasser oder Blut. Wir gehen schon mal los. So, Erandur.
Aber wir folgen Erandur erst in der nächsten Aufnahme, Leute. Es geht dann direkt weiter mit einer Dedra-Quest hier in Dämmerstern. Gut, dann haben wir auch direkt das schon erledigt. Danach werden wir uns dann die Stadt selber etwas weiter angucken, mit dem Jarl reden und so weiter. Verpasst das nicht beim nächsten Mal hier bei Skyrim. Dämmerstern hat sich schon immer gegen die Banditen und die wilden Tiere von Pale behauptet. Musstet ihr euch je gegen Räuber wehren, Frieda? Wie in euren Geschichten?